Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself Inspiration Kids Club. Heute gibt es wieder einen neuen Test mit Silclay Creamy für euch. Und zwar zeige ich euch eine ganz einfach selbstgemachte Aufbewahrungsbox. Super cool und bunt dekoriert. Und wie es genau geht, seht ihr jetzt. Als Grundlage für diese Aufbewahrung benutze ich ganz einfaches Notizpapier. Ich habe hier so gelbe Notizzettel, 9x9 cm groß. Und die werden super einfach gefaltet, einmal Spitze auf Spitze. Dann bekomme ich ein ziemlich großes Dreieck und nehme dann die beiden Seiten hier und schlage sie zur Spitze hoch. Und hier auch nochmal. Und dann einmal die Spitze von oben nehmen und hier zur Mitte runter. Dann bin ich schon fertig mit Falten. Ich habe hier jetzt überall Dreiecke. Wie ihr seht, diese beiden hier, die nach unten zeigen. Hier zeigt eins nach oben und hier das gleiche nochmal, das zu mir zeigt. Das habe ich hier schon zwei weitere Male gefaltet natürlich, nicht gezeichnet. Und ich kann jetzt hier die Spitzen in das andere gefaltete hineinschieben. Seht ihr hier? Hier sind so Öffnungen. Und einfach hineinschieben. Dann legen die sich so aneinander. Dann kommt das nächste dazu. Und hier kann ich auch wieder zwei ineinander greifen lassen. So. Grundsätzlich ist die Aufbewahrung dann schon fertig, die Grundform. Jetzt wird natürlich noch mit Silclay Creamy dekoriert. Und ich nehme ein kleines Stückchen Tesafilm und klebe das hier unten einmal zusammen. Und auch innen klebe ich jetzt einmal zusammen. Und dann schnappe ich mir hier den Silclay. Den grünen hatte ich ja schon einmal getestet. Und da kommt auch schon oben ein bisschen was raus. Einmal ein bisschen gereinigt habe ich es oben. Und dann gebe ich damit hier oben schon mal einen Rand auf. Auf Papier hält das Ganze ja super gut. So, dann kommt nach Grün schon die nächste Farbe. Ich habe sogar schon ein bisschen was an die Finger bekommen. Immer natürlich gut wieder zudrehen. Dann als nächstes Pink. Die Tülle ist direkt ein bisschen größer. Uah. Und in Pink mache ich dann auch schon den ersten Streifen hier auf die nach oben zeigenden Dreiecke. Und dann bin ich mit Pink auch fertig. Einmal wieder hinstellen. Machen. Und die nächste Farbe. Auch wieder eine richtig schöne breite Tülle. Nach Orange nehme ich dann wieder Grün. Wieder Pink. Und nochmal Lila. Lila habe ich jetzt wirklich nur noch da verteilt, wo so ein bisschen was fehlte. Und jetzt muss das Ganze natürlich noch gut trocknen. Und dafür stelle ich es auf eine kleine Plastikunterlage.
Ich habe hier jetzt einfach mal einen wiederverschließbaren Beutel dafür verwendet und es kann jetzt noch bis zu 2 Tage dauern, bis der Silclay wirklich komplett ausgehärtet ist und sich nicht mehr verschieben lässt. Und ich hoffe, euch hat dieser kleine neue Test gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da, da freue ich mich natürlich. Wenn ihr sonst noch Fragen, Anregungen, Wünsche habt, alles natürlich unten in die Kommentare rein. Vielleicht habt ihr auch Lust, unseren Kanal zu abonnieren, das finde ich natürlich auch super. Einfach unten den Abonnieren-Button drücken und natürlich auch die kleine Glocke daneben, dann verpasst ihr in Zukunft kein weiteres Video mehr von uns. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Do It Yourself Inspiration. Kids Club. Tschüss!